So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und langsam blickt man einfach nicht mehr durch. Niantic haut wieder raus, wo es nur geht. Ein Event nach dem anderen, eine News nach der anderen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich einfach eine Folge machen soll oder einfach nur noch alles vorlesen soll, dass ich überhaupt nicht mehr dazu komme, eigene Sachen zu machen. Aber irgendwo muss man ja trotzdem mal informieren zur Vollständigkeit. Deswegen heute noch diese Infofolge, obwohl es ja heute schon eine normale Folge gab. Und heute Abend möchte ich vielleicht mal wieder einen Livestream machen, wo man sicherlich auch über diese neuen Ankündigungen sich mal austauschen kann, mal reden kann. Was ist eure Meinung dazu? Ihr schreibt zwar auch immer eure Kommentare unter die Videos, aber direkt so Fragen, Antworten, Meinungen hin und her, live direkt besprechen, ist auf jeden Fall wieder eine andere Sache. Und angefangen ist natürlich das beste große Thema. Was passiert morgen Abend? Das ist das erste nämlich. Was auf der Liste steht ab morgen Abend, ist nämlich das Mond-Neujahrs-Event, wenn man das so nennen mag. Ich muss mal meine schlaue Liste hier nehmen. Euch blende ich natürlich eine Grafik ein, denn morgen ist das neue Event, das Mond-Neujahr. Das chinesische Neujahr wird vom 24.01. bis zum 23.02. gehen. Also das Event immer 22 Uhr, morgen Abend 22 Uhr geht's also los. Dann müssten sich auch wieder die Spawns verändern. Es sind sicherlich auch wieder andere Raids da. Es wird einiges passieren. Bestimmte rote Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis, wie zum Beispiel Glutexo, Vulpix, Parasect, Voldoball, Rosana, Magma, Carbador, Flamara, Schneckmark, Waumbel, Krebskorps, Zirpurzel, Tarnbignon. Welche davon jetzt gut sind und welche nicht, könnt ihr ja für euch selbst entscheiden, welche ihr braucht und welche nicht. Das absolute Highlight ist aber natürlich, ihr könnt sogar wilden Garados begegnen. Habt ihr überhaupt schon mal ein wildes Garados gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß, damals zu Anfangszeiten, als wir unterwegs waren, bei der Sygemi, ist ein Garados gespawnt. Es war einfach in der Nearby-Liste angezeigt. Damals war das ja noch nicht, dass die Pokémon an den Stops gesessen haben. Wir sind rumgeirrt, am Grasbüschel gesehen. Irgendwo ist ein Garados, oh mein Gott. Wir haben uns aufgeteilt, ein paar sind in die Richtung gelaufen, ein paar da. Irgendwo an der Sygemi haben wir gestanden, haben ein wildes Garados gesehen, gefangen. Wir waren alle so gehypt. Beim Silvio ist es damals, glaube ich, sogar geflüchtet, der sich übelst geärgert. Irgendwann später habe ich auch mal ein Video gemacht, da habe ich noch eins im Stadtpark gefunden, im Stadtpark gefangen. Das war auch eine richtig coole Sache. Wie passt Garados jetzt aber in das Event, wenn es doch um rote Pokémon geht? Ganz einfach, ihr habt die Möglichkeit, ein wildes, glitzerndes, schillerndes, shiny Garados zu fangen. Jetzt ist erstmal die Frage, wie viel Garados spawnen überhaupt? Die sind sicherlich nicht vermehrt, das wird einfach die Seltenheit sein. Aber wenn wirklich ein Garados auftaucht, könnt ihr das auch in der schillernden Variante fangen. Und das ist sicherlich ein Highlight. Wer einen Screen hat, wer ein Video hat, wer ein shiny Garados einfach so wild fängt, das ist genial. Da bin ich gespannt, was da für Meldungen reinkommen. Auch für Raid am Mittwoch sicherlich gibt es da einiges zu sehen. Ansonsten habt ihr ja genügend rote Pokémon, mit denen ihr euch um... Die Katze dreht wieder durch, mit denen ihr euch umgeben könnt. Außerdem Flampion schlüpft aus 7 Kilometer Eiern. Das gab es ja auch bisher noch nicht. Ist auch ein neues Pokémon, was ihr dann auch eben entwickeln könnt. Das könnt ihr aus 7 Kilometer Eiern bekommen. Da lohnt es sich mal wieder umzusteigen. Statt 5er, statt 2er, statt 10er. Einfach mal auf die 7er zu gehen, wenn man neue Pokédex-Einträge haben möchte. Das kommt also aus 7 Kilometer Eiern. Genau aber auch wie Potrot oder Tarnbignon. Tarnbignon müsste jetzt eigentlich nicht so interessant sein. Potrot, immer noch cooles Pokémon, auch für die, die es noch als Shiny brauchen. Und ganz wichtig, Geschenke, Glück, Glücksfreunde, Lucky Trades. Ihr könnt Sonderbonbons aus Geschenken erhalten. Also tauscht mit euren Freunden so viele Geschenke wie möglich. Ihr solltet häufig mit euren Freunden interagieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Glücksfreunde werdet, ist erhöht. Bei manchen bin ich noch nie Glücksfreund geworden, bei manchen fast jede Woche. Jetzt bin ich mal gespannt, ob welche, mit denen ich noch nie war, jetzt endlich einen Schwung in die Bude kommen, die mal aufsteigen oder ob die anderen wirklich jetzt jeden Tag Glücksfreunde werden. Außerdem werden
Pokémon beim Tausch auch häufiger direkt Glücks-Pokémon. Selbst ohne Glücksfreunde ist die Chance erhöht, dass Pokémon beim Traden auch glücklich werden. Das ist auch sehr schön, wenn Leute aufgehoben haben, jetzt einfach alles wegtauschen, was geht. Abgeschlossen wird das Ganze dann auch noch mit einem Feldforschungstag für Pikachu, wo ihr dann auch ein schillerndes Pikachu bekommen könnt, eben neu eingeführt in Pokémon, trotzdem auch gleich als Shiny verfügbar. Das könnt ihr komischerweise aber auch aus 5 Kilometer Eiern brüten, trotzdem habt ihr auch die Feldforschungsaufgaben dazu. Ich denke mal, das ist dann wirklich so ähnlich wieder wie dieser Barschwa-Feldforschungstag oder eben der mit Luturzel oder dem anderen Gesocks, was da war. Naga-Pokémon erscheinen auch häufiger zum Jahr der Ratte. Haltet die Augen auf nach Radfratz, Radikal, Pikachu, Sandan, Nidoran, beide Versionen, Visor, Meryl, Zickzacks, Plusleminon, Bidiza und Nagelmon. Ach, Nagelmon, Nagelotz, habe ich nicht Nagelotz als erstes vorgelesen? Keine Ahnung. Hier steht auf jeden Fall nochmal alles dabei. Pikachu auch aus 5 Kilometer Eiern, kann auch nach dem Event weiterhin dann aus 5 Kilometer Eiern schlüpfen. Schillernde Pikachu, also es ist wieder einiges da, ihr seht, neue Pokémon, neue Shinies, neue, nicht neue Raid-Tag, aber neue Feld, begrenzte Forschung, heißt das ja, neue begrenzte Forschung auf jeden Fall. Da habt ihr einiges also zu tun. Ab morgen geht es los, morgen Abend 22 Uhr, wichtig, tauscht fleißig eure Pokémon, dass sie glücklich werden, auch wichtig, versucht mit vielen besten Freunden zu interagieren, dass ihr da wirklich Lucky Friends bekommt. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr könnt dann mal sagen, wie viel ihr in den 2 Wochen oder was das ist bekommen habt. Vielleicht habt ihr ja jeden Tag einen bekommen. Das wäre auf jeden Fall interessant. Dann geht es natürlich weiter. Es wurde auch was angekündigt zu den nächsten Live-Events. Es gibt nämlich wieder 3 verschiedene Safari-Zonen und noch was ganz anderes. Da muss ich aber mal hier mir was anderes suchen. Habe ich mir hier mal aufgedingst, was da interessant ist und was nicht. Zuerst gibt es nämlich das Laternenfest, ein Live-Event in Taiwan. Ist da jetzt irgendwas Besonderes dabei? Das geht vom 6. Februar bis zum 9. Februar. Es wird kein Ticket benötigt, alle haben theoretisch Zugang. Ihr kriegt deshalb auch keine Medaille. Besondere Pokémon in Taiwan werden hier angekündigt. Fritzel, Blitz und Woldilam sind ja beide als Shiny verfügbar und ein Kontinentales taucht auf, nämlich das Illumise, das Gegenstück zum Volbeat, dass die beiden eben fangbar sind, dürften aber nicht als Shiny da sein und ansonsten wird es wohl kein Schillerndes geben, denke ich mal. Incognito als Buchstabe L ist angekündigt, als einzigstes, ist also nicht so krass, nicht so spektakulär. Ob das jetzt alles ist, weiß man nicht, vielleicht kommt auch noch mehr, dann habt ihr die Safari-Zone in St. Louis. Da sieht es schon wieder anders aus, da werden Tickets benötigt, die kosten um die 12 US-Dollar oder 18 US-Dollar, dann könnt ihr wieder 2 Stunden eher rein, das Ganze geht vom 27. März bis zum 29. März. Besondere Pokémon in St. Louis sind zum Beispiel Mankey, Serpifeu, Castadur, Incognito S, wieder auch ein Buchstabe und vor allem Teddy Ursa. Wobei die Spekulation im Raum liegt, dass Teddy Ursa vielleicht als Shiny eingeführt werden könnte, weil das auch das Maskottchen der Stadt ist und weil das eben noch nicht als Shiny im Spiel ist und Serpifeu ausgeschlossen ist und für eine Safari-Zone ist ja eigentlich immer ein Shiny mit reingekommen. Als Kontinentales würde es Plaudergei geben. Wer das nicht hat, irgendwann, ich denke mal, werden die sowieso wieder alle in Eiern veröffentlichen, auch dann als Shinies hin und her. Dann gibt es noch eine Safari-Zone in Liverpool. Auch wieder 12 Dollar und 18 Dollar. Diese geht dann vom 17. April bis zum 19. April. Hier gibt es besondere Pokémon ans Wasser angelehnt, wie Dratini, Krabby, Otaro, Lampi, aber auch das Incognito V. Wo man denken könnte, vielleicht wird es Lampi dann schillernd geben oder Shiny eingeführt. Das ist aber nur eine Spekulation und als regionales auch zum Wasser passend eben Relikant. Bei der dritten ist noch nicht viel bekannt, die Safari-Zone in Philadelphia, also das 4. Event, aber die 3. Safari-Zone in Philadelphia vom 8. Mai bis zum 10. Mai.
über Pokémon, über andere Sachen hin und her. Ist leider nichts bekannt, außer dass man da auch wieder ein Ticket braucht. Das war es also dazu. Seid ihr bereit? Seid ihr am Start bei einem Event? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ihr habt jetzt alles hier schön aufgelistet. Ich werde euch da auch wieder irgendwas einblenden, eine hässliche Grafik, die ich gefunden habe. Und dann das wichtigste Thema natürlich zum Schluss. Der nächste Community Day im Februar und ihr seid gefragt, ihr dürft abstimmen, was ist los, was wollt ihr haben? Ich habe da auch schon eine kleine Grafik gefunden, da konntet ihr auch abstimmen. Ich habe natürlich für Rihorn abgestimmt und wie ihr seht, hat die Mehrheit auch für Rihorn abgestimmt. Aber es gibt natürlich andere Kandidaten noch dazu. Ihr habt nämlich zum Beispiel die Auswahl von Vulpix und Vulnona, die eben als Shiny released werden. Alola, Vulpix und Alola, Vulnona gibt es ja schon als Shiny. Habt ihr dann aber auch die Möglichkeit, Wild zu fangen während des Community Days zusätzlich zu den normalen? Oder wie läuft das ab? Ich weiß es nicht, wäre auf jeden Fall interessant, weil dann würden ja zwei verschiedene Vulpixe spawnen. Die, die die Alola-Form noch nicht haben, freuen sich. Die, die normalen als Shinies haben wollen, freuen sich natürlich auch. Das also zur Vollständigkeit, wenn man die Shinies haben will, richtig nützlich. Sind die aber nicht, dann kriegen die ganzen natürlich noch eine spezielle Attacke, die auch an den Typ gebunden ist. Aber für Raids wird das jetzt nicht viel bringen. Das wird sich alles wieder im Rahmen von PvP abspielen oder eben für die Team Go Rocket liegen. Dann als zweites hättet ihr zur Auswahl natürlich noch Macholo. Aber Macholo gibt es ja auch schon als Shiny. Das ist aber trotzdem interessant für Leute, die sich noch eine Armee aufbauen wollen, die noch kein Macholo haben. Macholo trotzdem nützliches Pokémon. Zum Bonbons Farmen ist das richtig genial. Langzeitspieler wie ich haben da eigentlich keinen Reiz dran. Die haben schon ihre Shinies aus dem Kampf-Event. Die haben ihre Armee schon aus den ganzen Maromai Raids, die sie gemacht haben. Ist aber trotzdem nützlicher als Vulpix. Aber für mich wäre Vulpix interessanter eben wegen dem Shiny statt Machomai oder Macholo, kriegt auch wieder eine andere Attacke, die ihr jetzt nicht unbedingt für Raids braucht, aber eben für Team Go Rocket und für die ganzen anderen Sachen, für die PvP liegen. Als drittes im Bunde, wie gesagt, wäre dann eben auch Rihorn dabei. Rihorn, richtig genial, hat ja eben auch drei Formen, könnt ihr zweimal entwickeln, gibt es noch nicht als Shiny, kriegt noch eine Attacke, die entweder für PvP gut sein kann und ihn trotzdem mit der alten Attacke als richtig guten Gesteinsangreifer weiterhin bestehen lässt oder ihn sogar noch verbessert. Das ist auf jeden Fall mein Favorit, der sieht nämlich richtig genial aus und das ist wie bei Mamoodle damals auch so eine Sinostein-Entwicklung. Vielleicht kriegt ihr dann zum Seeded dazu auch nochmal 5 Sinosteine gratis. Das letzte wäre dann Dratini. Dratini mit Familie, aber Dratini hatte ja schon seinen eigenen Community Day. Dratini hat schon damals eine Seeday-Attacke gehabt, die nutzlos war. Und alle haben eigentlich die normalen Attacken beibehalten. Dratini gab es schon als Shiny, Dratini gibt es als Shiny. Könnt ihr auch brüten, könnt ihr aus Feldforschungen bekommen. Ist also eigentlich nur für Leute attraktiv, die jetzt für PvP spielen und vielleicht eine besondere Attacke wieder haben wollen. Oder Leute, die inaktiv waren, die jetzt erst angefangen haben und eben noch keinen Shiny Dratini haben. Trotzdem Dragoran eigentlich cooles Pokémon. Aber die Wahl ganz klar von meiner Seite aus fällt hier auf Rihorn, Rizaros, Rihonior. Wie ist eure Meinung dazu? Welches würdet ihr wählen? Was ist euer Favorit? Das Ganze wird dann abgestimmt über so eine komische Feldforschung. Ihr habt dann also am Samstag, den 1. Februar Zeit. Am Samstag, den 1. Februar, könnt ihr den ganzen Tag Feldforschungsaufgaben machen. Wenn ihr dann eine Aufgabe bekommt, heißt die halt immer, fange 20 Pokémon und vorher steht eben das, für was die Stimme ist. Wenn ihr jetzt also nicht für Macholo voten wollt, müsst ihr halt eine Aufgabe suchen, wo dort steht, Rihorn, fange 20 Pokémon, dann fangen ihr 20 Pokémon. Und wenn ihr das dann einlöst, zählt diese Stimme für Rihorn. Ihr könnt den ganzen Tag diese Aufgaben machen und könnt so oft für Rihorn sozusagen abstimmen, wie ihr möchtet. Andere Leute natürlich auch. Also ich bin gespannt, was das wird. Ihr müsst also rausgehen, Feldforschungen machen, genau die Aufgabe für euer Pokémon, was ihr haben wollt, abschließen, um ihm eine Stimme zu geben am 1. Februar, den ganzen Februar über und am 3. Februar ist angeblich auch schon die Bekanntgabe, welcher Seeday dann der nächste wird. Das Event selber findet dann am 22. Februar statt, der Seeday mit dreifachem Sternenstaub. Und wieder mal von 11 bis 14 Uhr, beziehungsweise von 15 bis 18 Uhr auf der anderen Halbkugel.
Das also jetzt erstmal dazu. Das haben sie natürlich wieder geschickt gelöst, wie sie das gemacht haben, überlassen uns die Wahl. Aber so wie sich das für mich anfühlt und anhört, ist das eigentlich schon entschieden, bevor überhaupt irgendwas gewotet wurde. Das ist wie bei Cyber Sunday oder Cyber Tuesday, wie die das immer beim Wrestling manchmal gemacht haben, dass sie bestimmte Matches angezeigt haben und haben euch die Stipulation bestimmen lassen, haben gesagt, ihr könnt jetzt auswählen, soll das ein Leiter-Match werden, ein Käfig-Match oder ein No-Holds-Barred-Match, und die Fans haben halt irgendwas gewotet. Woher wisst ihr denn, dass die Votes dann wirklich echt waren? Und sie haben dann angezeigt, ja, Steel Cage hat gewonnen, und haben einfach ein Steel Cage-Match gemacht. Ihr wisst, beim Wrestling, das ist ja alles vorher abgesprochen, eingetaktet, die wissen ja, worauf sie sich einlassen, das ist alles choreografiert, also als ob die da plötzlich aus dem Nichts irgendwas zaubern. Ich denke mal, die haben sowieso schon Sachen angegeben, wo sie wussten, die Fans werden das bevorzugen. Haben also da andere Auswahlen mit reingestellt, die aber irgendwo unattraktiv waren. Und jetzt denke ich mir eben, es ist auch so ähnlich. Ich glaube wirklich, nichts gegen Macholo, gegen Vulpix oder gegen Dratini, dass Rihorn einfach am attraktivsten ist für die meisten Leute. Und ich glaube wirklich ganz fest dran, so 99%, dass es Rihorn werden wird, dass alle Rihorn haben wollen, dass die neuen Leute Rihorn wollen, dass die alten Leute Rihorn wollen, die Aktiven, die Inaktiven, jeder will Rihorn. Also wir können zwar zwischen vier auswählen, aber ich glaube, sie wissen ganz genau, dass drei Stück wegfallen und eigentlich nur Rihorn übrig bleibt, sich schon auf Rihorn eingestellt haben und uns jetzt also Rihorn wählen lassen, anstatt einfach direkt Rihorn rauszuhauen. Wir sind aber gespannt, wenn es doch Vulpix wird, dann fresse ich einen Besen, ne? Das jetzt mal so gemeint. Das war's aber von meiner Seite aus. Schreibt ihr, wie gesagt, mal rein, was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Live-Events? Seid ihr gespannt? Denkt ihr wirklich, dieses Jahr wird es wieder ein Go-Fest geben? Vielleicht wieder in Dortmund oder woanders? Was haltet ihr vom Neujahrs-Event, was eben morgen Abend beginnt? Seid ihr gespannt? Freut ihr euch da drauf? Und was ist euer Favorit natürlich für den Community Day? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.